Seien Sie alle herzlich willkommen heute Abend zu dieser Gebetsstunde, zu der wir eingeladen haben. Wir wollen jetzt den eucharistischen Heiland unsere Mitte holen und dazu singen wir das Lied Nummer 674 im Gotteslob. Nummer 674. Nummer 492. Ich bin etwas aufgeregt heute, so werden es mal erfahren machen. Lass auch uns weitergeben, was wir empfangen, Brot und Liebe. Lass uns nicht müde werden, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Dass die Bitte so vieler Menschen um das tägliche Brot erfüllt wird. Guter Gott, gib allen Menschen das tägliche Brot, auch durch uns. Dein Sohn hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat durch das, was er getan hat, Zeichen gesetzt. Er hat gezeigt, was Liebe heißt. Schenke uns die Kraft, damit auch wir zum Widerschein seiner Liebe werden. Darum bitten wir dich durch die Liebe deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn. Amen. Amen. Wir
singen das erste Lied, Laudate omnes gentes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wir wollen immer wieder auch Augenblicke der Stille halten, in denen wir all die Menschen, die wir im Herzen heute mitgebracht haben und für die wir beten wollen, unsere Anliegen, die Anliegen der Welt, der Kirche, Sorgen, so viele, die uns anvertraut wurden, dem Herrn anvertrauen, ihm in sein Herz legen, das offen steht für uns alle.
Gebetsruf singen wir das, den Liedruf, wir beten dich an, unser Herr, unser Gott, preisen deine Größe, deine Gegenwart. Wir beten dich an. Zeige uns den Weg zum Reich deines Vaters. Lass uns jetzt in der Eucharistie deine Gegenwart spüren, damit wir durch sie gewandelt werden. Vor dir halten wir inne und beten in Stille.
singen das Lied Kumbaya, mein Lord und mein Herr. Zu uns, oh Herr, komm zu uns, so haben wir ihn gesungen. Wir bieten nun in den besonderen Anliegen der Kirche von Speyer. Komm zu uns, oh Herr, komm zu uns, komm zu uns. Besonders für alle, die heute auch hier sind, um gemeinsam hier nah zu sein und zu bieten. Komm zu uns, Herr. Besonders verbunden fühlen wir auch uns mit der Weltkirche, besonders auch mit den Menschen in Togo,
die uns den Blick auf andere Erdteile eröffnen, die dort ihren Glauben leben. Für sie und mit ihnen rufen wir. Komm zu
haben wir den heiligen Johannes besungen. Am Sonntag haben wir gehört, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat. Alle, so heißt es in der Apostelgeschichte, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten Gottes große Taten. Beten wir jetzt gemeinsam im Gotteslob 675, Abschnitt 5. 675, Abschnitt 5. Jesus sagt, der Herbeistandname, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gottes Geist, der die Kirche zusammenführt und einbringt in uns, er beschenkt uns mit göttlicher Lebenskraft. Du bist der Geist der Leidenschaft, durch dich wurde Adam zu einem lebendigen Menschen. Du bist der Geist der Leidenschaft. Durch dich nahm Gottes Sohn in Maria menschliches Leben an. Du bist der Geist der Leidenschaft. An Pfingsten hast du die Kirche gestiftet. Du bist der Geist der Leidenschaft. Im Wasser der Taufe wurden wir zu neuem Leben geboren. Du bist der Geist der Leidenschaft. In dir und aus dir leben wir. Du bist der Geist der Lebenschaft. In der Firmung stärkst du uns. Du bist der Geist der Lebenschaft. In Brot und Wein schenkst du uns Leib und Blut Christi. Du bist der Geist der Lebenschaft. Durch dich und mit dir sind wir Gottes Volk. Du bist der Geist der Lebenschaft. Immer neu werden wir von dir beschenkt. Du bist der Geist der Lebenschaft. Deine Gaben mögen in uns wachsen und reiche Frucht bringen. Du bist der Geist der Lebenschaft. Wir beten zum Heiligen Geist, der uns gesandt wurde, um uns beizustehen. Erfülle und begleite uns. Wir möchten dich hören, Heiliger Geist, dir vertrauen. Erfülle und begleite uns. In unserem Suchen und Fragen. Erfülle und begleite uns. Auf all unseren Lebenswegen. Erfülle und begleite uns. Mit göttlicher Wahrheit. Erfülle und begleite uns. Mit Licht und Stärke. Erfülle und begleite uns. Mit Langmut und Sanftmut. Erfülle und begleite uns. Mit Freude und Güte. Erfülle und begleite uns. Mit Liebe und Frieden. Erfülle uns. Wir singen das Lied Nummer 4. Thank you.
unserer Lebendigkeit willen lieben wir zu dir, Heiliger Geist. Stärke uns, o Heiliger Geist. 675,5. Wenn wir ängstlich, misstrauisch oder eifersüchtig sind, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir ausweichen, einander und uns selbst verlieren, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir uns einsam und verlassen fühlen, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn alles zerbrochen ist, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn die Sorgen des Alltags gefangen halten, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir uns in Abhängigkeiten verstrickt haben, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir krank sind, dem Leben nicht mehr trauen können, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir verzweifeln, stärke du unseren Glauben. Stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn alles aussichtslos erscheint, stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn wir dich lieben können, entfache du unsere Liebe. Stärke uns, o Heiliger Geist. Wenn uns die Kräfte schwinden und uns der Mut verlässt, sei du unsere Kraft. Stärke uns, o Heiliger Geist. Du bist der Geist, der verbinden kann, was getrennt ist. Stärke uns, o Heiliger Geist. In dir, guter Geist, können wir einen neuen Anfang machen. Stärke uns, o Heiliger Geist. Kostbare Gabe, so willst du uns dazu bewegen, dich und einander zu lieben. Lass in uns den Geist deiner Liebe so groß werden, dass unser Leben ganz von ihm erfüllt ist durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen das Lied Nummer 5. Schauen wir den Wahrheit in Sonne.
Wir beten in Gottes Lob, Nummer 678, 1. 678, Nummer 1. Die Kirche ist lebendig, weil sie aus der Fülle der Gnadengaben kommt. Denn alle Getauften sind berufen, ihre Charismen einzubringen. Diese sind immer Gaben für andere, damit die Kirche ihre Sendung zu jeder Zeit erfüllen kann. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Für unseren Papst Franziskus, der unsere Kirche leitet, für unseren Bischof Karl-Heinz, der uns Seelsorger und Hirte ist, die Priester und Diakone, die wir uns die Sakramente feiern. Danken wir dir, Gott, ewiger Hilfe, für alle Frauen und Männer, die in der Seelsorge mitarbeiten, für die Eltern, die Kinder annehmen, die Gott ihnen schenken will und sie zur Taufe bringen, für die Eheleute, die jungen Menschen ein Vorbild gelingenden Lebens sind. Danken wir dir, Gott, ewiger Hilfe. Für jene, die Kinder, Jugendliche und alle Suchenden in das Geheimnis des Glaubens begleiten, für alle, die sich einsetzen für die Schönheit der Liturgie, für die Frauen und Männer, die das Gut der Gemeinde verwalten. Danken wir dir, Gott, ewiger Hirte. Für die Mütter und Väter, die ihre Kinder beten lehren, für die Erzieherinnen und Erzieher in unseren Kindergärten, für die Frauen und Männer im Religionsunterricht und Katechese. Danken wir dir, Gott, unser Vater, für jene, die ihre Gaben spenden, für alle, die anderen im Glauben ermutigen und begleiten, für jene, die Einsamkeit und Not sehen und lindern. Danken wir dir, Gott, unser Vater, für ein Miteinander in Frieden und Gerechtigkeit, für die Achtung des Lebens vom Anfang bis zum Ende, für alle Solidarität und Nächstenliebe. Danken wir dir, Gott, für Freude des Lebens, für allen Respekt vor der Schöpfung und ihrer Ordnung, für alle Verantwortung in Wissenschaft und Forschung, für alle Freude und alles Glück dieser Erde. Danken wir dir, Gott, für Freude des Lebens, für alle Begabungen, für alle, die Begabungen anderer sehen und fördern, für jene, die beten, die dulden und verzeihen, für alle, die für andere ein Segen sind. Danken wir dir, Gott, für Freund des Lebens. Gott, du bewirkst alles in allem. Dein Geist hat uns in der Taufe in den Leib aufgenommen, der die Kirche ist. Wir danken dir für alle, die ihre Gnadengaben, Talente und Fähigkeiten einbringen und so dem Leben der Kirche Reichtum und Ausstrahlung, Glaubwürdigkeit und Tiefe verleihen. Stärke uns, füreinander und miteinander Zeugnis zu geben von deiner Liebe, die keinen Menschen ausschließt, darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Erlöser und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich, ich glaube an dich.
indem wir alle unsere Anliegen, die wir ausgesprochen haben. Wir wollen auch heute ganz besonders für die Frau unseres Kaplans beten, die ich vorhin in die Klinik gefahren habe, für ihre Geburt, dass es eine gute, eine gesegnete Geburt wird und das Kind gesund auf die Welt kommt. Stellvertretend auch für die Menschen in der Ukraine, die unter den Folgen des Krieges bis heute leiden. Für all diese Menschen, lasst uns jetzt miteinander und füreinander beten, mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. In Heiligkeit, in Ewigkeit. Amen. Wir wollen auch Maria, unsere himmlische Mutter, die Mutter Jesu, in ihre Fürsprache anrufen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere Sünde. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ich möchte am Ende auch allen herzlich danken, die mitgebetet, mitgesungen und die diese Stunde mit dem Herrn verbracht haben. Wir singen zum Schluss das Lied Nummer 495 und nach dem sakramentalen Segen dann das Marienlied Prosper Maria Moria. 495. 495. Lass uns die Frucht der Erlösung